Der DFB-Pokal feiert seine 75. Spielzeit. Ein Jubiläum, an dem nun jeder Fan teilhaben kann. Ergo und der DFB machen es möglich. Der Pokal-Tourbus rollt. Startschuss am höchsten Punkt Deutschlands, an der Zugspitze. Gemeinsam mit dem zweifachen Pokalsieger Stefan Effenberg. Es ist eine Mega-Idee, vor allen Dingen auch da werden ja Sachen den Leuten nahegebracht und sowas sich anzuschauen ist außergewöhnlich. Also auch das sieht man nicht oft und ich habe auch viele Erinnerungen. Also Sachen, die da drin hängen oder liegen, die Spiele habe ich noch im Kopf. Ja. Mit an Bord, na klar, auch die goldene Trophäe. Noch an 10 Orten macht der Bus Halt. Die letzte Station, wie soll es auch anders sein, in Berlin am 19. Mai. Vorbeikommen lohnt sich. Ich finde es mega, dass er in diesen Orten auch anhält und die Leute einfach auch die Möglichkeit haben, mal den DFB-Pokal von nahen zu sehen, anzufassen. Also ich finde das eine klasse Idee. Sieht man ja nicht alle Tage. Große Spiele, große Triumphe und viele Erinnerungen. Pokalgeschichte hautnah erleben. Es gab so viele tolle Endspiele. Ja. Oft ist es aber dann so, was auch hängen bleibt, sind die Underdogs, die mal reinrutschen in so ein Finale. Und dann sieht man halt, dass in einem Spiel eben doch alles möglich ist. Und das ist immer die Gefahr für den, der eigentlich als Favorit in so ein Endspiel geht. Das macht ja diesen Reiz aus dieser Pokalrunde oder überhaupt der Pokalspiele. Die 75. Spielzeit im DFB-Pokal. Ein Jubiläum der besonderen Art. Im Tourbus kann man auf drei Ebenen vieles entdecken. 4:4